Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Romis Mondi Talk, heute mit Bianca Stegrich. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende und habt die Sonne genossen. Und ja, ich freue mich, sie euch heute vorstellen zu können. Eine wunderbare Frau. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie bei uns ist. Hallo Billy. Ja, es gibt heute Abend spannende Themen. Auch neben Bianca jetzt ist sie da. Kleinen Moment. Sie wird hinzugefügt. Hallo Anne, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Billy, schön auch dich zu sehen. Nicht zu sehen, aber das zu wissen, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir mal. Hallo, liebe Bianca. Hat gerade irgendwie geklappt, weil ich wollte Querformat, aber jetzt machen wir es Hochformat. Ja, schön, dich zu sehen, meine Liebe. Hallo, grüße dich. Hallo, hallo. Freut mich auch. Also, im Vorfeld nochmal, wenn ihr Zuschauer irgendwelche technischen Probleme seht vom Ton, vom Bild, dann bitte in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt ja Bianca natürlich auch gerne Fragen stellen. Wir werden das dann einbauen, soweit es möglich ist im Talk. Hörst du mich gut, Bianca? Ist alles okay? Ich höre dich. Ich habe nur noch mein Stativ runter und noch ein bisschen laut und ich bin bei dir. Okay. Dann würde ich dich kurz vorstellen, wenn ich darf. Gerne. Bianca ist eine authentische, empathische und kreative Frau. Mode und Styling ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Aus kindlicher Schwärmerei wurde Berufung. Sie machte eine Ausbildung zur Schneiderin und danach folgten spannende Jahre bei namhaften Modemagazinen wie Marie Claire, Celebrity, Cosmopolitan und Joy. In dieser Zeit reifte ihr Entschluss, ihr Wissen und ihre Erfahrung als Personal Stylistin einzusetzen. Sie machte ihren Traum wahr und gründete 2010 ihr eigenes Unternehmen Stilfrage. Ihr Credo? Individualität und Authentizität. Ihre Leidenschaft, das Leben von Menschen auf ihre ganz eigene Art und Weise zu verschönern, zu verbessern. Als Personal Stylistin weiß sie, worauf es ankommt. Und so haben sich ihr zahlreiche Firmen, Kundinnen und Kunden anvertraut, um das Optimale aus sich herauszuholen und Erfolg zu haben. Sie vermittelt Spaß am Stylen mit Herz und Leidenschaft. Sie steht für Stil, Persönlichkeit und Erfolg. Begleitet uns ein Stück auf der Reise in die Welt der Mode mit einer Frau, welche inspiriert durch ihren Instinkt, ihr Fingerspitzengefühl und die Stärke der Weiblichkeit das lebt, was sie liebt. Und mit Feingefühl den Spaß am Stylen und damit ein positives Lebensgefühl vermittelt. Liebe Bianca, erzähl uns doch etwas über deinen Weg von der ersten Berührung mit Stoffen bis zur Umsetzung deines Unternehmens Stilfrage im Jahr 2010. Puh, das ist einiges an Jahren. genau. Also als Kind habe ich natürlich ganz gern bei meiner Mutter im Kleiderschrank rumgeschaut und habe dann die Röckchen, Blüschen und Kleidchen angezogen und auch die Schuhchen dazu. Und auch in den Läden habe ich ganz gern eben auch diese Stoffballen angefasst und gefühlt und einfach auch, ja, was ist das für Stoff? Und da habe ich dann überlegt, mache ich doch mein Hobby zum Beruf, weil ich eben auch vorher dann sehr viel genäht habe. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, genau wie du, Romy. Und genau. Und da weiß ja jeder, der jetzt dann vielleicht zuhört und auch aus der ehemaligen DDR kommt, es gab eben auch nicht so viel. Und deswegen musste man irgendwo auch kreativ sein. Und das hat so ein bisschen in mir das Feuer entfacht, einfach dann auch die Ausbildung dazu zu absolvieren. Und habe dann eben die Schneiderlehre gemacht in Dresden. Und
Genau, aber dann kam dazwischen noch vieles anderes, weil dann kam ja der Mauerfall, dann war meine Ausbildung zu Ende. Glücklicherweise habe ich es schaffen können. Und genau, und dann war ich, habe ich noch eine andere Ausbildung gemacht, Hotelfach, war eine Agentur. Und dann kam ich zu den Frauenzeitschriftsverlagen, wie du gerade erwähnt hast, und habe da dann wieder so ein bisschen meinen Sinn dafür geschärft und auch geprägt wohl eher da, dass ich dann eben 2009 im Herbst mir die Stilfrage gestellt habe und habe dann eben auch überlegt, ich möchte ganz gern einfach die Männer und die Frauen gut anziehen, gut kleiden. Und das ist mir so eine Herzensangelegenheit, dass viele ihr Bestes aus sich herausholen und damit einfach auch strahlen können und ihre Persönlichkeit unterstreichen. Und habe dann eben die Stilfrage gegründet und Mitte 2010 bin ich damit dann online gegangen. Du bist ja Personal Stylistin mit Leib und Seele, ne? Wie man hört. Und wie du so schön sagst, ich liebe Mode, Mode und nochmals Mode. Wieso ist es so wichtig, auf seine Kleidung zu achten? Das ist deswegen wichtig, weil zum einen im beruflichen Sinne, weil Kompetenz ist nicht sichtbar. Und aber auch in anderen Bereichen, wenn man Single ist, wenn man nach der Schwangerschaft, wenn man geschieden ist oder wenn man einen traurigen Fall hat, wie eben, dass man halt, dass der Partner gestorben ist und nach einigen Jahren doch auch wieder ganz gern Anschluss möchte. In diesen allen diesen Bereichen ist es einfach wichtig, nach außen hin zu strahlen und nicht nur deswegen. Die Kleidung und die Farben, die wir tragen, die machen ja was mit einem. Die gehen ja ins Unterbewusstsein hinein und damit treten wir ganz anders auf. Also wir wirken ganz anders und das ist einfach wichtig. Es ist keine Oberflächlichkeit, wie es leider viele meinen. Und es ist nicht so dieses Fashion, Trends, Mode hinterherlaufen. Es ist wirklich das Individuelle aus jedem Menschen herauszuholen, zu sehen, wie er wirkt und wie er ganz einfach wahrgenommen wird. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Eine deiner Grundsätze ist, beim Öffnen des Kleiderschrankes sollte man Frieden spüren. Was genau meinst du Ja. damit? Ich zeige dazu mal ein Bild, wenn ich darf, ne? So schaut das aus. Genau, ja. Ja, das ist deswegen, sage ich das immer. Und zwar, ihr müsst euch alle vorstellen, ihr habt ja einen straffen Zeitplan, ihr habt Kinder, ihr habt einen harten Job, ihr habt Termine, morgens früh klingelt der Wecker und ihr müsst aufstehen und alles muss gut getaktet ablaufen. Dann habt ihr natürlich den Kopf voll und ihr macht den Schrank auf und dann denkt ihr euch, oh Gott, nee, ich weiß ja gar nicht, was ich anziehen soll, weil so viel Chaos da drinnen ist. Ich mache wieder zu. Also man hat Chaos im Kopf, man hat total viel im Kopf und dann macht man den Schrank auf und hat man da auch nochmal Chaos im Schrank. Deswegen meine ich, wenn ich den Schrank öffne, sollte man Frieden spüren, um einfach dann in Ruhe zu sehen und zu wählen, was für ein Outfit man eben an dem einen Tag heute trägt. Deswegen der Frieden. Ist das also nur mal so eine kleine Zwischenfrage? Ist das, du kennst dich ja mit deinen Kundinnen und Kunden sehr gut aus. Ist das ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn die früh an den Kleiderschrank gehen? Ja, die Frauen machen sich schon meistens mehr Gedanken, aber nicht so viel leider. Weil natürlich jeder hat so seine drei Outfits, die immer passen. Und man weiß auch immer, wo die liegen. Immer oben auf und immer am vordersten. Man sieht es dann einfach und man greift dann eben auch immer schnell dazu. Und eben meine letzte Kundin oder vorletzte Kundin meinte zu mir, Bianca, das war jetzt eine wichtige Info für mich. Meine Mutter meinte zu mir, hast du nur diese drei Outfits eigentlich? Und dann war es echt, genau, und dann war es wirklich ein Grund gewesen, dass doch, und jetzt muss ich die Bianca anrufen. Genau. Der Willi stellt oder wirft gerade einen sehr guten Kommentar ein. Wie ist denn deine Kundschaft oder in welchem Altersbereich bewegt sich deine Kundschaft? Sind da auch die älteren Semester dabei oder nur jüngere? Durchaus auch ältere Semester, also das ist, sagen wir mal, Mitte 30 fängt es an, aber eher doch Ende 30, Anfang 40 und bis oben hin sind keine Grenzen gesetzt, also es ist auch bis 60 in dem Sinne, dass man da auch noch eine Stilfindung ja, hat oder man möchte ganz gern einfach ja, wieder ein bisschen was anderes tragen. Und deswegen, aber so 40 ist so ein Fall, auch so ein Alter, wo viele
ja, wo auch so an so einer Wegesgabelung stehen. Vielleicht sind die Kinder raus oder man hat sich während der Kindererziehung irgendwo vergessen auch, man hat keinen Stil mehr und man möchte wieder eben mehr strahlen oder man hat einen neuen Job oder einen Partnerwechsel und das sind alles so Gründe, die so doch irgendwo mit 40 so sich einpendeln. Und daher so ab 40 sind die meisten, aber es gibt auch so mit 30er. Okay. Weil siehst du auch die Kommentare, die hier eingeworfen werden? Der Willi schreibt, das sage ich besonders als Best-Ager-Model. Genau. Wie ist eure Meinung dazu? Also sollte man die älteren Käufergruppen schon auch irgendwo mit abholen, ne, in dem Bereich Stilberatung, Personal Styling? Unbedingt, unbedingt, weil jedes Alter, finde ich, und ich sage auch immer, es ist nie zu spät für nirgendetwas. Und deswegen sind auch die älteren Semester durchaus wirklich, wo ich eben auch herantrete, sage, Mensch, ihr wollt doch auch noch strahlen. Ihr habt doch noch so ein schönes Leben vor euch und ihr wollt doch noch, ja, oder auch noch wieder vielleicht noch einen Partner finden oder jemanden, der mit einem Lesungen besucht oder gemeinsam wandern gehen, gemeinsam Eis essen gehen. Also das kann man ja in jedem Alter und da kann man ja auch in jedem Alter schön ausschauen. Gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist auch eine sehr wichtige Kundengruppe, denke ich, die älteren Semester, ne? Dass man da auch, das merkt man ja auch am Modemarkt, ja, was jetzt auch in die Big Size geht zum Beispiel und in die älteren Semester. Es wird langsam auch wieder authentischer im Modebereich und das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig in dem Bereich, ja, dass man Das authentisch bleibt. stimmt. Ja. Ja, Authentizität ist das Wichtigste. Jetzt haben wir ja schon gehört, du bist Personal Stylistin. Wie läuft denn so eine Stil- oder Farbberatung oder der Kleiderschrankcheck bei der Personalberatung von dir ab? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also im besten Fall fängt man mit einer Farbberatung an, weil bevor ich eben mich an den Kleiderschrank heransetze, möchte ich ganz gerne wissen, welche Farbe denn dem Menschen steht, mit welcher optimalen Farbe er strahlen kann. Genau, da machen wir die Farbberatung. Und es gibt ja, also vor 20 Jahren gab es ja dieses typische Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist ja nicht mehr. Weil jeder ist so individuell und hat so verschiedene Hautpigmentierungen und die Haarfarbe, die Augen, die Lippen, jeder hat ja so eine eigene Strahlkraft mit Farben. Deswegen kommt zuerst immer eine Farbberatung. Und dann wird eben auch eine Styleberatung durchgeführt, eben welche Ausschnittformen, Figurberatung wird ausgemessen, ob man eben von der Proportion her, ob man das alles gleich, ja, ob man so großen Oberkörper hat oder zu lange Beine, wie man das eben ausgleichen kann. Und dann geht es zum Kleiderschrank. Und da würde ich, also da leere ich den Kleiderschrank aus, auf eine separate Kleiderstange, um dann erstmal auch so ein bisschen Ordnung zu schaffen in dem Schrank. Also man nimmt dann auch mal einen kleinen Putzlappen in die Hand und wenn man schon mal den Kleiderschrank leer hat. Und dann lasse ich die Kundin und den Kunden alles anziehen, wo ich meine, probier doch mal dies, probier doch mal jenes. Dann gucken mich meistens immer ganz große Augen an und meinen so, meinst du das wirklich? Ehrlich? Und dann ziehen sie das an und so, wow, das hätte ich nie gedacht. Und das ist eben das, weil ich halt schätze, finde, schätze, sehe und auch ganz anders, ja, vom Kopf her, das ist ja natürlich meine Passion ist das und kann dadurch dann die Kunden besser, ja, beraten. Also ich zeige mal so ein paar Bildchen, vielleicht magst du dazu auch ein bisschen noch was sagen. Also das Ja, sind das ist eben Farben, gerade. oder? Das hier dann. Das ist gerade eine Farbberatung, genau. Sie trägt also einen neutralen Umhang, um von ihren normalen, von der normalen Kleidung abzulenken, also nicht abzulenken. Und das sind diese Farbtücher. Und da habe ich verschiedene Farben mit verschiedenen Materialien auch, weil jeder Stoff, der changierend ist, hat eine ganz andere Haptik, eine ganz andere Ausstrahlung der Farbe als ein matter Stoff zum Beispiel. Und das gehen wir alles durch. Und das Ergebnis, ne, kann dann so aussehen, oder? Jawohl, genau. Genau, hier haben wir eben auch bei der lieben Caro eine X-Figur, also die liebe Son also eine Sanduhrenfigur herauskristallisiert und haben eben dadurch dann auch viele Kleidungsstücke so angepasst, dass man sagt, okay, du musst deine Taille in den Vordergrund stellen, weil du hast einen Busen, du hast einen Poppes, aber du hast auch eine wunderschöne Taille. Und die gilt es eben dann heraus zu, ja, zu putzen, sage ich dann immer. Okay.
Also meine, weil wir nochmal beim Thema Farbe sind, also meine persönlichen Highlights an Farben ist Blau und Lila für mich persönlich. Ich trage aber, habe aber auch festgestellt, dass Rot ganz viel macht mit mir als Typ. Was machen denn eigentlich Farben mit mir in der Optik und wie in der Eigenwahrnehmung? Wie nimmt der Kunde das wahr? Ja, also es gibt ja die psychologische Bedeutung der Farben auf eine und auch auf andere. Und gerade im Business ist es zum Beispiel sehr wichtig, darauf zu achten und natürlich auch im normalen privaten Bereich. Die rote Farbe, weil du gerade rot ansprichst, kann halt eben auch zwei Bedeutungen haben. Rot ist die Farbe des Lebens, des Blutes, der Vitalität und kann aber auch die Farbe der Aggressivität sein. Also wenn du, liebe Romina, mal jetzt einen Vortrag hältst vor vielen Menschen und trägst dann ein rotes Sakko und hast dann vielleicht noch ein ganz stark selbstbewusstes Auftreten, können viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich so ein bisschen angegriffen fühlen, weil sie einfach so dieses Rot, diese Aggressivität, diesen Kampf spüren. Deswegen sage ich dann auch meistens ja, meinen Kundinnen, wenn ihr, sagen wir mal, irgendwie einen besonderen Deal habt, sei es ein Gehaltsgespräch, Gehaltsforderung, dann trag doch einfach eine rote Unterwäsche. Es sieht keiner, es weiß keiner, aber du weißt es für dich. Dieses Rot geht in dich und du hast Kraft in diesem Gespräch. Das war das zum Beispiel das Rot. Oder Blau ist halt, wenn ich irgendwie ein Haar auf meinem Lipgloss kleben. Genau. Blau ist zum Beispiel Seriosität oder auch Kompetenzausstrahlung. Das wird ganz gern im Business getragen. Braun ist zum Beispiel sowas wie Bodenständigkeit. Weiß ist ja sehr jungfräulich. Schwarz ist ja Modernität und Kreativität. Das sind ja eher so die Architekten und die in der Werbeagentur dann doch. Und Grau ist zum Beispiel eine sehr schöne Farbe, wo viele meinen so, ah nee, Grau trage ich nicht. Grau neutralisiert sehr viele Farben. Also wenn du mal einen royalblaufarbenen Pulli trägst und eine graue Hose dazu, kann das einen schönen neutralen Effekt dann auch bilden, dass das nicht zu viel dann für dein Gegenüber auch ist. Der Also Trend geht Farben ja machen aber sehr, doch, sehr viel. ja, der Trend geht ja doch auch mehr jetzt zu Farbe hin und auch zu Mustermix, ja, dass man Mustermixe trägt. Wie siehst Zum du Glück. das denn mit den Trends? Sollte sich jeder sein eigenes Bild, also so bin ich zum Beispiel gestrickt, ja, ich gehe nicht mit Trends, also ich nehme sie auf und baue sie vielleicht hier und da ein als kleines Highlight. Wie siehst du das denn? Das genauso wie du es gerade gesagt hast, es gibt viele Trends. Ich meine, das Rad kann man nicht neu entwickeln. Die Designer, die werden auch, man merkt es ja, Anfang des Jahres ist diese Farbe, Mitte des Farbes jene Farbe und Ende des Farbes wieder eine ganz andere Farbe. Und es sind auch die 90er gerade wieder in, also es gab ja alles mal. Es wird einfach nur mit Materialien ein bisschen ausgetauscht, wird ein paar Patches hingesetzt oder ein paar Nieten. In dem Sinne, das Rad wird nie neu erfunden werden können. Nur in der Technologie, diese neuen Stoffe natürlich. Aber ich sage immer, man schaut sich den Trend an, was es für einen Trend gibt und schaut, was bin ich eigentlich für ein Mensch, was bin ich für ein Typ, was kann ich da mitnehmen. Wenn es jetzt eben mal ein Trend ist, der orange ist und dann vielleicht noch so eine Romantikphase und A, kann ich kein Orange tragen und B, mag ich keine romantischen Kleidungsstücke, dann muss ich eben auch mal diesen Trend aussetzen. Und den Trend hinterherlaufen würde ich auch nie empfehlen. Weil das, was die Designer sagen, was Trend ist, und dann sagst du, okay, ich muss das jetzt tragen. Aber nein, so ist es nicht. Wie du eben meintest, dass du halt für dich diese Sachen heraussuchst, herauswählst und damit dann halt deinen eigenen Stil auch interpretierst. Wir haben hier zwei interessante, also einmal von der Anne, sie findet das ganz interessant. Ja, sie arbeitet in einem Modegeschäft sozusagen, von dem her ist das für sie heute sehr interessant. Und der Willi fragt, welches Alleinstellungsmerkmal oder Erkennungsmerkmal ist deins? Also was macht dich besonders am Markt als Personal Stylistin? Zur ersten Frage, also voll interessant, dass natürlich auch beim Personal Shoppen sich das eben auch oder wenn ich selber unterwegs bin, ja, wie sind in den Boutiquen unterwegs auch die Verkäuferinnen eben, auch die Stylisten, die sind, heißen ja auch Stylisten, wie gehen die mit dir um als Menschen, sehen sie sich dich wirklich genau an, sagen sie dann doch eher so, nee, ich habe heute nichts für sie.
warten Sie in 3, 4 Wochen, bekomme ich neue Ware, kommen Sie denn da nochmal? Weil sonst ist es, glaube ich, eher eine verbrannte Erde und dann kommt der Kunde auch nicht wieder. Weil so hast du eine Kundenbindung geschaffen und so würde ich das eben auch sehen. Mhm. Und mein Alleinstellungsmerkmal, Erkennungsmerkmale, ist natürlich immer schwierig, von einem selber zu reden. Ich höre halt von vielen, dass ich eben authentisch bin, weil ich einen ganz anderen Look eben auch habe, dass ich genauso straight bin für mich und dadurch halt sehr viel auf die Menschen eingehen kann. Und ich weiß nicht, wie man so über sich selber so... Du hattest ja, so einen schönen Kunden. Also du hast mir ja eine E-Mail geschrieben, da war so ein schöner Kunden-O-Ton dabei. Ne? Es war ein Akt der Selbstliebe. Ja. Also so, ich würde schon sagen, dass du das Besondere hast, dass du diese Menschlichkeit, diese menschliche Note mit reinbringst. Also von außen würde ich jetzt mal so sagen, widerspreche mir, wenn es nicht so ist. Und auch wenn ich dich noch nicht live erlebt habe, würde ich sagen, von dem, was du jetzt so erzählst, Alleinstellungsmerkmal ist, dass du etwas schaffst, was heutzutage sehr selten ist. Ja, wenn man einkaufen geht zum Beispiel, wie du schon sagst, eine Verkäuferin verkauft, weil sie Provision kriegt. Ne? Und oftmals ist es wirklich so, dass es nicht auf dich zugeschnitten ist. Also ganz gut ist das zum Beispiel immer, wenn man eine Jeans kauft, ne? Ganz einfach. Erlebe ich oft, dass man da Schnitte angeboten bekommt, nur weil das jetzt hochpreisig ist oder raus muss oder wie auch immer, die einem eigentlich gar nicht steht. Ne? Und das ist, läuft alles so nebenbei ab. Und deswegen finde ich dein Alleinstellungsmerkmal, dass du einen Raum schaffst, wo die Kundin wirklich eine hundertprozentig auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung bekommt. Würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Und mir fällt, das ist ganz lieb, danke dir. Und mir fällt noch was ein, es ist auch eine Nachhaltigkeit bei mir, was ich auch mitgebe. Ich gehe nicht sofort immer zum Shoppen mit den Kunden, weil ich versuche, so viel wie möglich aus ihrem Schrank herauszuholen. Ich überlege dann auch, wie kann man dieses Teil aufpeppen, vielleicht mit einem anderen Knopf annähen oder vielleicht ein bisschen kürzen. Also ich versuche wirklich lang, die Kleidungsstücke, die gut von der Qualität her sind und auch von der Farbe und von den Punkten her, dass man da eben noch so ein bisschen ein paar Gimmicks draufsetzt. Patches vielleicht an den Ellenbogen beim Sakko, was vielleicht nicht mehr ganz so frisch ausschaut. Oder eben schöne goldene Knöpfe oder bunte Knöpfe dran macht. Also da versuche ich eine Nachhaltigkeit auch an den Kunden heranzugeben, dass auch das Nachdenken einsetzt. Weil es sind ja Prozesse, die ich einleite sozusagen, dass man darüber nachdenkt, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was steht mir, wie will ich nach außen hin wirken, und das ist so dieses Merkmal, denke ich mal. Also ich glaube, Willi, du hast das etwas missverstanden, weil er fragt, welche Mode du anbietest. Ja? Die Bianca bietet keine Mode an, sie geht an den Kleiderschrank und arbeitet mit dem, was sie bei der Kundin oder dem Kunden im Kleiderschrank findet, ja, und schafft damit neue Ansätze. Also sie bringt nicht ihre eigene Mode mit, sondern arbeitet mit dem, was im Schrank ist. Und das finde ich sehr spannend. Ich werde dich auch mal zu mir einladen, ne? Ganz sicher. Ich komme gerne. Was bedeutet für dich denn Stil im Fokus auf Mode und auf Menschlichkeit? Stil ist sagen wir so ein A bis Z alles. Also es ist, wie man sich gibt, wie man spricht, wie man der Anstand, wie man jemanden hilft, wie mit jemanden umgeht. Genau, das ist alles für mich Stil, wie ich meine Haltung, alles, wie ich mich schminke, meine Haare. Also das ist für mich alles Stil. Also das Innere finde ich, wenn man einen guten Charakter hat, vom Charakter aus eben auch, wenn man da ja, das ist dann für mich, das Ganzheitliche ist dann auch ein Stil. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ja, kann man jetzt so ein schlechtes Gegenbeispiel bringen. Wenn ich jetzt nicht so wäre, wie ich bin und ziehe mir dann halt was Tolles an, habe ich noch lange keinen Stil. Mhm. Weil man das ja in dem Sinne nicht nach außen bringt. Das ist die Aura, finde ich immer. Eine Aura spricht einen ja an. Man weiß ja immer, mit den Menschen kann man sofort umgehen oder nicht. Und das merkt man ja. Und das ist für mich irgendwie so eine Aura. Also ich merke das auch immer mal in meinen Beratungen,
da geht es auch manchmal ein bisschen tiefer, so ähnlich wie ein Life-Coaching, dass dann auch viele Frauen sich bei mir sehr wohlfühlen und auch in der ersten Stunde sozusagen sich dann auch mir anvertrauen mit anderen Themen und warum eigentlich ganz genau sie bei mir sitzen, warum sie jetzt diese Stilberatung möchten und brauchen. Und da fühle ich immer, da muss es ja irgendwo an meiner Aura sein, dass ich so öffnend bin. Mhm. Also wenn ich kurz mal mein Gefühl dafür oder meine Sichtweise dafür einflechten darf, also Stil ist für mich, hat für mich auch ganz viel mit alter Schule zu tun. Ich bin ein Fan alter Schule. Ja. Mhm. Ich liebe die 60er, wo Frauen ihre Weiblichkeit gelebt haben und die Männer Gentlemen waren. Wir sind wieder auf einem guten Weg und Stil ist auch Respekt und Dankbarkeit den Menschen gegenüber. Wertschätzung. Genau. Das sind alles für mich Stilfragen und jeder in der Mode sollte ja so sein eigenes Stilempfinden entwickeln. Ja? Und wenn man Hilfe bekommen kann, dann sich die Hilfe dazu holen. Aber da sind wir wieder beim Thema Individualität. Also Stil hat auch was mit Individualität in der Mode, in der Sicht zur Mode zu tun. Ja? Wer sind denn für dich Trendsetter und Modeikonen der letzten Jahrzehnte? Für dich ganz persönlich. Oh, da gibt es immer so viel. Ich bin da so hin und her gerissen. Jane Birkin zum Beispiel ist für mich so die Stilikone der 70er, weil ich finde das so gelassen und mit einer Nonchalance, wie sie da ihre Kleidung trägt. Das finde ich ganz toll. Dann Carrie Bradshaw natürlich. Also ich mochte immer ihren Stil, obwohl viele Freundinnen von mir gesagt haben, wie sieht denn die heute aus? Das schaut ja furchtbar aus. Und ich so, hey, das ist ihr Stil und das ist ja auch, das soll ja auch zum Nachdenken anregen. Und genau, also sie ist natürlich eine, steht auf meiner Liste. Dann auch Inès de la Froissange ist auch eine sehr tolle Frau, die Klassik, aber irgendwo auch wunderbar interpretiert und in Szene setzt. Also das finde ich auch sehr schön bei ihr. Hast du auch männliche Ikonen? Da fällt mir jetzt gerade irgendwie ad hoc keiner ein. Ich finde Talbot und Runhoff finde ich sehr, die Designer, die finde ich halt sehr adrett angezogen, finde ich sehr lässig und adrett, also das finde ich schon toll. Okay. Nun hast du ja auch sehr viel Wissen angesammelt in den letzten Jahren, was du ja schon weitergibst, aber du hast das Ganze jetzt auch in einem E-Book aufgelegt. Es handelt vom Erfolg im Business durch Kleidung. Was hat es damit auf sich? Also es gibt ja auch Studien, die beweisen, wenn du im Business einfach gut gekleidet bist, dann bist du erfolgreicher, dann kannst du mehr Umsatz auch generieren, du kannst einfach mehr eigenes Geld auch verdienen, weil die Leute schaffen auch Vertrauen dazu. Dann sagen wieder natürlich andere, es gibt auch die Blender. Ich meine, man muss auch einen gesunden Menschenverstand haben, um auch hinter die Fassade blicken zu können. Nur es ist so, wenn du die erste Chance, die kommt nicht so schnell wieder und die ist in den 3 Sekunden, ist die durch. Mhm. Denn ich muss es immer mit einem Beispiel machen. Ich kenne einen Finanzberater, der trägt einen Anzug, der, ich glaube, 2 Nummern zu groß ist und die Schuhe auch nicht qualitativ hochwertig. Und Schuhe ist das wichtigste Accessoire eines Outfits. Und dann denke ich mir, ich könnte nicht ihm mein Geld ihm anvertrauen, wenn ich ihn jetzt nicht kenne. Ich kenne seine Kompetenzen nicht, ich weiß nicht, wie er sich wertschätzend gegenüber ist. Und das ist ja die Wertschätzung, fängt ja immer bei sich selber an. Mhm. Und wenn das halt nicht ist, dann hinterfrage ich, denke mir so, das ist ja in 3 Sekunden, das ist mein Unterbewusstsein, obwohl ich das vielleicht gar nicht will. Aber wir Menschen machen das ganz automatisch. Und dann hat er einfach verloren, wie leid es mir auch tut, wenn er auch kompetent ist. Wenn ich ihn dann vielleicht näher kennenlernen würde, aber diese zweite Chance hat man selten. Deswegen ist es halt sehr wichtig im Erfolg, im Business da auf die Kleidung zu achten. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also das ist ja doch auch eine gewisse, also wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, dann eine gewisse Oberflächlichkeit, die da herrscht, ne? Mhm. Also. Genau. Wäre halt ganz schön, ne?
Schau, im Vertrieb ist das gesamte Abteilungsbild von Bedeutung. Ja, das stimmt. Genau, genau, das stimmt. Weil wenn du willst ja was verkaufen, du willst dein Produkt verkaufen, du darfst natürlich, es muss eben auch alles stimmen, es muss der Charakter stimmen, du darfst dann auch den Kunden nicht über den Tisch ziehen und ihm irgendwas erzählen und irgendwas verkaufen. Das ist natürlich, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn du erfolgreich sein möchtest, finde ich, gehört eine gute Kleidung dazu. Weil der Anzug muss sitzen, die Schuhe müssen gut sein, dürfen nicht, das Leder darf nicht vorne abgeschraubt sein. Es gibt einfach Regeln, auch dieses Kurzarmhemd in der Männerwelt. Da habe ich ja auch einen Artikel gehabt im Merkur Anfang des Jahres oder im Mai war das gewesen, wo ich darüber auch schreibe, das ist einfach ein No-Go, das gibt es nicht. Okay. Schau, der Willi ist halt aktiv dabei. Ich finde das schön. Wichtig ist dabei auch die Körpersprache. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also zuerst die Kleidung und dadurch kommt auch die Körpersprache ganz anders zum Vorschein. Da gehen die Schultern ganz automatisch nach hinten. Man hat eine gerade Ausstrahlung und wirkt einfach kompetenter. Also sprechen wir mal von einer gesunden Symbiose zwischen Menschsein und Styling, würde ich mal sagen. Ne? Genau, genau. Eben. Genau. Ich meine, wenn mir jetzt ein Banker vor mir stehen würde mit einem tadellosen Anzug, mit einer Ray-Ban-Sonnenbrille, mit einer dicken Uhr und mit so ein bisschen Gel in dem Haar und mit einem Porsche vielleicht noch, das sind alles so diese Klischees jetzt, die ich aufgezählt habe, muss man eben auch dann so ein bisschen dahinter blicken. Will der mir jetzt was aufquatschen oder kann ich ihm glauben? Also man muss da auch so ein bisschen gesunden Menschenverstand auch haben. Wie kann man dich denn buchen oder erreichen, wenn man oder bei dir eine Beratung oder ein Styling buchen möchte? Also entweder anrufen, und zwar www.stilfrage.net ist meine Homepage und da sind die ganzen Kontaktdaten drauf oder eben über das soziale Netzwerk, bin bei Facebook zu finden, bei Instagram oder bei LinkedIn oder bei Xing, genau, also da, also oder einfach meinen Namen bei Google eingeben, Bianca Stäglich mit wie täglich und das S davor und da findet man mich dann. Ich stelle mir täglich die Frage. Ich habe heute mal deine Webseiten hier ein bisschen angeschaut. Du machst ja weitaus mehr als Personal Styling. Du bietest ja auch Workshops an. Was umfassen denn diese Workshops? Was machst du da? Gerade diese Business-Workshops liegen mir am Herzen, um einfach in diesem Wochenendseminar, was ich da anbiete, um den Frauen eben auch zu zeigen, wir müssen nicht nur einen grauen, mausgrauen Hosenanzug tragen mit einer weißen Businessbluse und wir dürfen auch ein bisschen Make-up tragen, dass es eben auch andere Kleidung gibt im Business. Kommt natürlich immer auf die Branche drauf an und das ist so meine Herzensangelegenheit, dass man dann eben dieses Wochenendseminar bei mir mit 4 Personen sind das, eben 4er Gruppe und genau, und da wird auch köstlich versorgt. Man hat auch das um das leibliche Wohl wird sich auch eben da gesorgt und genau, das ist immer eine ganz gute Stimmung, eine Eigendynamik und die Frauen gehen da immer sehr, sehr ja, wieder aus dem Seminar heraus mit vielen Gedanken, mit vielen Ideen und dass ich da eben angetriggert habe. Jetzt springe ich nochmal, also eine Frage habe ich persönlich noch, ich springe mal nochmal zurück in deiner Geschichte. Du warst ja wirklich bei wirklich großen Zeitschriften und es ist ja so, dass oftmals die Zeitschriften ein nicht ganz so akkurates Bild von Schönheit verkaufen, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf. Wie hast du das denn empfunden, als du bei den Zeitschriften gearbeitet hast? Wie sind die Ansätze? Was ist, wie wird dort Schönheit interpretiert und nach außen getragen? Es ist ja doch auch eine Verantwortung, ja, die Zeitschriften haben, die gelesen werden, die gerade auch für junge Mädchen sehr wichtig ist. Ist da ein Umdenken da oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wie soll ich das sagen? Mal klar, Business as usual. Anzeigenverkauf ist ja immer härter geworden und die Spreu trennt sich vom Weizen. Damals war natürlich das Anzeigengeschäft das Wichtigere, weil die Anzeigen natürlich das Heft verkauft haben oder eben auch im Markt gehalten haben. Und deswegen war natürlich die Redaktion dann auch immer, man war im gemeinsamen Dialog Redaktion und Anzeigenverkauf, um auf die Kunden einzugehen. Was ich meine, habe ich letztens auch von einer Freundin gehört, sie hat eine Zeitschrift in der Hand gehabt, die
eher eigentlich für 40 plus ist. Mhm. Und da waren aber nur Models drin, so 20, 25-Jährige. Mhm. Und da finde ich, das geht nicht. Das ist ja unglaubwürdig, weil wenn ich da diese Zeitschrift in den Händen trage, ich bin 45, und dann möchte ich nicht 20-jährige Mädchen vor mir sehen, die halt ja, irgendeine Mode oder irgendwelche Kompressionsstrümpfe tragen. Das geht nicht. Das ist nicht glaubwürdig für mich. Also deswegen haben die natürlich eine große Verantwortung auch gegenüber den jungen Mädchen, weil Photoshop macht so vieles möglich, aber so sind wir Frauen nicht. So ist nicht das echte Leben. Ja. Aber ich glaube, es ist auch eine gewisse Trendwende zu erkennen. Ja, viele Designer schwenken schon um auch und gehen mehr zurück zum authentischen Darstellen. Ja, also ich lese ja die Vogue, ja, das ist ja mein Blatt. Und was ich da jetzt in den letzten Ausgaben so gesehen habe, auch auf dem Cover und inwendig, ist schon, dass es mehr zum, ja, dass man Frauen so zeigt, wie sie sind. Ja, dass auch meine Falte zu sehen ist, oder weiß ich nicht, ja. Das ist ja das, was ja, authentisch macht. Ja, ja. Und ja, auch menschlich. Wir sind ja nicht alle glatt gebügelt und also das ist was, worauf ich beim auch wenn ich Zeitschriften kaufe oder mir Werbungen anschaue, ja, zum Beispiel eine Antifaltencreme kannst du nicht mit einem 20-jährigen Gesicht verkaufen. Das, ich glaube, das hat die Kundschaft auch mittlerweile ganz gut erkannt und auch die Werbeindustrie sitzt mittlerweile um. Wenn auch noch nicht ganz, also da ist noch viel, viel Luft nach oben und das Umsatz. Weiß ich auch, weil ich war ja dieses, genau, ich war dieses auf der Fashion Week gewesen in Berlin und da gab es wirklich schon zwei, drei Designer, die sehr, sehr dünne Mädels laufen lassen haben und das geht einfach nicht. Das fand ich nicht in Ordnung. Da kann man auch gar nicht hingucken. Ja. Jetzt kommen wir, meine liebe Bianca, zu meinen Big Six. Ne? Die Fragen, die ich jedem Gast bei mir stelle. Okay. Ich würde dich bitten, wirklich auf den Punkt zu antworten, was dir spontan in den Kopf kommt. Ja? Was ist dir wirklich wichtig? Gesundheit. Was macht dich glücklich? Das Leben, mein Ehemann, die Katzen. Das heißt, es ist auch so ein Punkt, der dich so ein bisschen erdet, oder? Deine Familie und deine Tiere. Genau, mein Mann ist mein Fels in der Brandung und er ist immer bei mir und meine Katzen sind so dieser Ruhepol, wenn man mal ein bisschen aufgewühlt ist. Was empfindest du als tiefes Leid? Tierleid. Engagierst du dich in dem Bereich oder tust du da was? Ich versuche es ein bisschen, aber ich kann es nicht, weil ich das nicht so verarbeiten kann, aber ich versuche da so viel wie möglich anderweitig das zu machen, damit ich das halt auch verarbeiten kann. Das muss man ja auch selber irgendwo auch dann verkraften. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? Ich würde ganz gern die Welt mit Liebe regieren. Ja, das würde ich machen. Jetzt hast du nur ein Wort. Wähle ein Wort, das dich beschreibt. Lachen. Oh, schön. Dann lach doch mal. Sie hat ein wunderschönes Lachen. Und du hast ja doch auch einen Weg hinter dir und bist erfolgreich in dem, was du tust. Was würdest du denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern als ganz deinen ganz persönlichen Lebensrat mit auf den Weg geben? An sich glauben und Mut haben und nicht immer darauf bedacht sein, was andere sagen. Also einfach machen. Ist viel krasser als wollen. Das hast du jetzt schön gesagt. Wunderbar. Genau. Mit diesem Konsens würde ich erstmal danke an dich, liebe Bianca. Es war sehr, sehr interessant, dass du uns ein Stück weit mit in deine Welt genommen hast. Würde ich ganz kurz, ich hatte es ja im Vorfeld schon beim Video mitgeteilt, dass ich in Hamburg war bei der NCL-Stiftung.
Und dort wirklich auch sehr interessante Ansätze, was das Thema Spenden anbelangt, nochmal aufgeworfen worden, auch im Hinblick natürlich auf die Fashion Night am 13.10. in der Donauhalle in Immendingen, wo ich euch hiermit ganz herzlich ja, einladen darf, wer Karten kaufen möchte. Dieses Geld geht an die NCL-Stiftung. Ihr könnt mir gerne schreiben und ich verlinke dann auch nochmal die Website. Also alle Einnahmen, die dort generiert werden, gehen an die NCL-Stiftung. Und wir haben ja, darüber gesprochen oder ich habe sehr viel Neues kennengelernt, natürlich auch was das Thema Kinderdemenz anbelangt. Ich habe mit einer betroffenen Mutter gesprochen und es war wirklich rauszuhören. Es war sehr emotional und ich war ihr sehr dankbar, dass sie sich so geöffnet hat. Ja, dass sie sich doch oftmals auch ja, alleingelassen fühlen, ja, und die Kinder oftmals auch von der Gesellschaft oder von Gleichaltrigen ausgeschlossen werden, weil sie halt ja, besonders sind in ihrer Krankheit, ja. Und da habe ich vorgeschlagen, dass man doch in Betracht ziehen sollte, Patenschaften zu gründen, ja, dass es so einen zentralen Ansprechpartner für jede Familie gibt. Das kann man ja auch ehrenamtlich machen. Es ist ja eine wunderbare Aufgabe, die dann ja, die Familie ein Stück weit begleitet auf diesem Weg. Und dieser Vorschlag ist auch sehr gut aufgenommen worden. Und ich hoffe, dass wir es umsetzen können. Also es wird diesbezüglich zukünftig Gespräche geben. Und in Bezug Spenden nochmal oder wie ihr auch unterstützen könnt. Also ich werde dann auch hier bei mir im Umfeld in Ottobrunn zum Beispiel Spendendosen aufstellen, ja, dass man Spenden sammelt an der Tankstelle, in Restaurants oder wie auch immer. Alles, was man bereit ist zu geben, kann man in diese Dose schmeißen und das wird dann an die NCL-Stiftung übergeben. Es gab auch die Idee, dass man, da es ja bei uns in Bayern noch nicht so bekannt ist, auch eine Art Vortragsreihe ins Leben rufen könnte, dass man auf Veranstaltungen zum Thema Kinderdemenz sprechen kann, dass das Thema natürlich auch bekannt wird, weil ich höre oft noch Kinderdemenz und kriege große Augen, weil die Menschen das oftmals noch gar nicht gehört haben. Ne? Es ist wirklich eine Krankheit, wo die Kinder über Erblindung, Verlust der kognitiven Fähigkeiten bis hin wirklich, dass sie bettlägerisch werden, nicht mehr Essen zu sich nehmen können und dadurch, dass es noch keine wirklich erfolgreichen Therapiemethoden gibt, da es eine sehr komplexe Krankheit ist, mit spätestens 30 Jahren sterben. Ja. Ach Gott. Und darum ist es so wichtig, über dieses Thema zu sprechen und natürlich auch für die Forschung, das ist das, was die NCL-Stiftung macht, sie vergibt Forschungsstipendien. Und was auch ganz interessant war, sie gehen auch an Schulen und klären über dieses Thema auf. Also sie haben da ein Programm entwickelt, wo sie an Schulen in den Oberstufen quasi dieses Thema vorstellen, die Sensibilität dafür, dass sich da auch in den Köpfen was tut. Und ja, wer das unterstützen möchte, ich werde auch noch mal die Seite verlinken unter diesem Talk und auch die Seite zur Fashion Night. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr da dabei seid. Es ist ein bunter Abend mit vielen verschiedenen Künstlern, musikalischen Acts und Mode. Es wird Modenschauen geben und ja, man wird mehr zu diesem Thema erfahren. Und was für mich immer ganz wichtig ist, das ist meine erste Charity-Veranstaltung. Ich möchte keine Eintagsfliege, sondern ich möchte Nachhaltigkeit, dass es auch in den Köpfen bleibt. Und deswegen werden wir das an dem Abend auch so gestalten, dass es auch wirklich eine nachhaltige Geschichte für die NCL-Stiftung wird. Ja, das liegt mir sehr am Herzen, dass man da nicht rausgeht und sagt, ach, das war ganz schön, ich habe mal davon gehört, sondern dass das weitergetragen wird und dass da auch ja, sich was in die richtige Richtung bewegt für die NCL-Stiftung unterstützend. Und als zweites, ich habe ja immer so einen Global Player, den ich mir rausnehme jetzt im Sinne Umweltbewusstsein oder auch das ganze Gegenteil. Genau. Und mich beschäftigt die Verschmutzung der Ozeane durch Mikroplastik schon sehr lange. Dabei geht mir vor allem eines nicht mehr aus dem Kopf. Was jetzt im Meer landet, können wir nie mehr vollständig rausholen. Also man hat ja in letzter Zeit sehr oft auch dass an Stränden Plastik und so weiter angespült wird. Das hat man ja so oft gesehen und die Leute schauen einfach weg.
Erst recht nicht, wenn es sich dabei um winzige kleine Teilchen handelt, ganz zu schweigen von Flüssigkeiten. Ein echtes Ärgernis sind deshalb für mich die zahlreichen Alltagsprodukte, die Mikrokunststoffe in fester, flüssiger oder anderer Form enthalten und täglich über den Abfluss in unsere Flüsse und Meere gelangen. Das betrifft vor allem Kosmetik- und Pflegeprodukte, aber auch Reinigungs- und Waschmittel. Erst kürzlich nahm Greenpeace diesbezüglich eine sehr bekannte und beliebte Marke ins Visier. Nivea, ein Produkt der Firma Beiersdorf. Beiersdorf ist ein global agierendes Unternehmen, das sich in erster Linie mit der Herstellung von Hautpflegeprodukten beschäftigt. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich in der Hansestadt Hamburg. Mit mehr als 150 Tochtergesellschaften ist Beiersdorf weltweit vertreten. Der Konzern mit einer umfassenden Forschungs- und Entwicklungsexpertise gehört zu den größten Hautpflegeunternehmen weltweit. Das Geschäft betreiben zwei getrennte Unternehmensbereiche in ihren jeweiligen Branchen. Dabei bildet der Unternehmensbereich Consumer, der sich mit seinen Marken auf die internationalen Märkte der Haut- und Körperpflege konzentriert, den Schwerpunkt. Der Unternehmensbereich TESA, also alles, was mit Pflastern und Klebestreifen und so weiter zu tun hat, ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten und Lösungen für Industrie, Gewerbe und Konsumenten. Insbesondere hat sich der Konzern Beiersdorf mit der Marke Nivea einen Namen gemacht. Die Marke Nivea wird in mehr als 200 Ländern der Welt vertrieben. Weitere Marken sind unter anderem Eucerin, Hydrofugal, Atrix, Nivea Men, Labello, Hansaplast, Florena und 8x4. Die Beiersdorf AG Hamburg hat im Geschäftsjahr 2017 ihren profitablen Wachstumskurs der letzten Jahre erfolgreich fortgesetzt. Sie haben ihren Umsatz mehr als verdoppelt. Warum habe ich mir Nivea rausgenommen? Ich habe mal 5 Gründe für mich, die für mich dafür sprechen, das Thema auch wirklich auf den Tisch zu bringen, aufgeschrieben und möchte euch das jetzt mitteilen. Beiersdorf bewirbt seine Produkte aktiv als mikroplastikfrei und nennt die Stoffe darin unbedenklich. Dabei enthalten Nivea-Produkte Mikrokunststoffe, die nachweislich umweltschädlich sind. Zweitens, die Beiersdorf-Traditionsmarke Nivea steht seit über 100 Jahren für Verantwortung, Sicherheit und Verbrauchernähe und genießt in der Bevölkerung hohes Vertrauen. Wer so ein Image führt, muss entsprechend handeln. Drittens, Beiersdorf schiebt die Verantwortung beim Thema Mikroplastik ab und verlässt sich darauf, dass andere die Probleme lösen, die das Unternehmen mit seinen eingesetzten Mikrokunststoffen verursacht. Beiersdorf ist aktiv an der Trickserei im Kosmetikdialog, Kosmetikdialog in Anführungszeichen, beteiligt. Mit der eingeschränkten Definition von Mikroplastik führt Beiersdorf das Greenwashing der konventionellen Kosmetikindustrie gegenüber Verbrauchern an. Fünftens, Beiersdorf ist mit seiner Weltmarke Nivea ein Marktführer und hat die Macht, Alternativen zu Mikrokunststoffen in der Kosmetik zu entwickeln und die Branche zu verändern. Dieser Verantwortung muss Beiersdorf gerecht werden. Erst kürzlich überprüfte Greenpeace sämtliche deutsche Hersteller konventioneller Kosmetik- und Körperpflegeprodukte in Sachen Mikroplastik und bzw. Kunststoffe. Dabei fiel auf, dass ausgerechnet der Nivea-Hersteller Beiersdorf, der sich Verantwortung, Vertrauenswürdigkeit und Innovationskraft groß auf die Fahnen schreibt, seine Kundschaft offensichtlich für dumm verkauft. Denn in Nivea-Produkten werden nach wie vor Plastikpartikel sowie Mikrokunststoffe in flüssiger und anderer Form eingesetzt. Obwohl Beiersdorf angeblich mikroplastikfrei produziert. Die Rede ist hier von Kunststoffen, die nachweislich umweltschädlich oder sogar gesundheitsschädlich sind, aber auch von Kunststoffen, bei denen in vielen Fällen überhaupt nicht zweifelsfrei klar ist, ob sie umweltverträglich sind. Wie kann das sein? Bei einem Unternehmen, das explizit Wert auf langfristigen ökologischen Einfluss von Produkten legt. Am Beispiel Nivea zeigt sich deutlich, warum die freiwillige Selbstverpflichtung der Kosmetikindustrie auf Mikroplastik zu verzichten letztlich nicht viel mehr als Greenwashing ist. Und das sogar mit dem Segen der Bundesregierung. Aber dazu noch später. Sehen wir uns erstmal den Fall Nivea etwas genauer an. Nivea trickst beim Verzicht auf Plastik in seinen Produkten. Beiersdorf wirbt ausdrücklich mit Pflege ohne Mikroplastik.
Natürlich ist bei den meisten Herstellern mittlerweile angekommen, dass Mikroperlen und Silikone keine Verkaufsargumente sind, sondern Gründe, ein Produkt rigoros im Regal stehen zu lassen. Beiersdorf greift deshalb auf einen Trick zurück. Weil es keine offizielle, international gültige Definition von Mikroplastik gibt, orientiert sich der Nivea-Hersteller an der einfachsten Variante und verzichtet nach eigener Aussage lediglich auf feste, nicht abbaubare Kunststoffpartikel mit einer Größe kleiner als 5 mm, die in abzuspülenden kosmetischen Produkten aufgrund ihres Reinigungs- und Peeling-Effektes eingesetzt werden. Interessant ist hier, was zwischen den Zeilen steht. Feste, nicht abbaubare Kunststoffpartikel. Beiersdorf verzichtet also nur auf feste Partikel. Doch was ist mit all den flüssigen, wachs- und gelartigen Mikrokunststoffen? Fakt ist, Beiersdorf setzt viele Kunststoffe ein, die nicht explizit zum Spektrum der festen Partikel gehören oder auch sämtliche Silikone. Und sogar feste Partikel kommen noch immer zum Einsatz. Fast ausschließlich Polyethylenpartikel. Beiersdorf spart sich also nur die Partikel aus Polyethylen. Doch was ist mit anderen Kunststoffpartikeln, wie zum Beispiel aus Nylon? Fakt ist, Beiersdorf setzt weiterhin feste Nylonpartikel ein. Das hat es dem Unternehmen Greenpeace gegenüber schriftlich bestätigt. In abzuspülenden Produkten. Beiersdorf beschränkt sich also nur auf die sogenannten Rinse-off-Produkte wie Peeling, Duschgel oder Shampoo, die gleich nach oder während der Anwendung wieder von der Haut abgewaschen werden. Doch was ist mit den vielen anderen sogenannten Leave-on-Produkten wie Cremes, Lotions oder Haarsprays, die vorerst auf Haut und Haaren bleiben und zu einem späteren Zeitpunkt wie etwa beim Duschen wieder abgespült werden? Fakt ist, Beiersdorf setzt auch in solchen Produkten Mikrokunststoffe in fester, flüssiger und anderer Form ein und das nicht zu knapp. Nivea-Produkte enthalten Kunststoffe, die nachweislich umweltschädlich sind. Besonders bitter wird es, wenn es um die Frage geht, was es eigentlich mit den Mikrokunststoffen auf sich hat, die in Nivea-Produkten stecken, aber nicht unter der stark eingeschränkten Mikroplastikdefinition des Unternehmens fallen. Beiersdorf selbst sagt dazu, diese sind auch nicht Teil des Problems der Wasserverschmutzung und uns sind keine wissenschaftlichen Studien bekannt, in denen berichtet wird, dass diese Stoffe in der Umwelt Schäden verursachen. Tatsächlich ist über die Auswirkung von flüssigen, gel- und wachsartigen Mikrokunststoffen weitaus weniger bekannt als zum Beispiel von festen Kunststoffpartikeln. Aber die verdrehte Logik der Beiersdorf-Antwort macht mich wirklich etwas wütend. Warum sollte es in Ordnung sein, Inhaltsstoffe einzusetzen, ohne zu wissen, welche Auswirkungen sie in der Umwelt haben? Es muss umgekehrt sein. Inhaltsstoffe sollten erst dann verwendet werden, wenn zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass sie umweltverträglich sind. Das nennt sich Vorsorgeprinzip und ist ein wesentlicher Bestandteil der Umwelt- und Gesundheitspolitik der EU. Die Krux? Hersteller testen Umweltverhalten und Umweltverträglichkeit der von ihnen eingesetzten Mikrokunststoffe oft überhaupt nicht oder nur unzureichend, denn sie sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet. Und falls sie es doch tun, dann halten sie die Ergebnisse meistens unter Verschluss. Einige der Kunststoffe gelten aber sehr wohl als langlebig, giftig oder bioakkumulierend und kommen auch in Nivea-Produkten vor. Nivea sagt, dass es über die Kläranlagen gereinigt wird. Kläranlagen, sofern überhaupt vorhanden, halten das Plastik nicht vollständig auf. Beiersdorf gehört anscheinend auch zu jenen Unternehmen, die sich gerne darauf verlassen, dass andere die Sache für sie bereinigen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So argumentiert Beiersdorf. Auch wenn diese nicht leicht biologisch abbaubar sind, können sie durch die Technologie in Kläranlagen aus dem Abwasser entfernt werden. Tatsächlich können einige der Mikrokunststoffe in Kläranlagen zurückgehalten bzw. ausgeflockt werden. Aber wie effektiv das geschieht, hängt sehr stark von der jeweiligen Polymersorte ab und nicht zuletzt auch von der Ausstattung jeder einzelnen Kläranlage. Oft sind diese nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn es keine vierte Reinigungsstufe gibt, was derzeit in Deutschland leider noch die Regel ist. Einen Eindruck davon, wie unterschiedlich die Rückhaltekapazität von Klärwerken für beispielsweise feste Plastikpartikel sein kann, verdeutlicht erst kürzlich eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts.
Und auch für flüssige, wachs- und gelartige Mikrokunststoffe gibt es verschiedene Hinweise darauf, dass sie nicht vollständig aus Abwässern entfernt werden können. Und nicht zu vergessen, in vielen Ländern weltweit gibt es überhaupt keine Kläranlagen, aber Produkte der Weltmarke Nivea, die dort ebenfalls täglich ins Wasser gespült werden. Die Industrie trickst und die Politik, finde ich, muss endlich handeln. Auch andere deutsche Markenhersteller konventioneller Kosmetik- und Körperpflegeprodukte setzen Mikrokunststoffe ein. Da ist Beiersdorf sicherlich nicht alleine. Die meisten dieser Unternehmen sind am Kosmetikdialog mit der Bundesregierung beteiligt. Einem Industriedeal mit zahlreichen Schlupflöchern, der es den Herstellern letztendlich ermöglicht, Produkte mikroplastikfrei zu nennen, aber dennoch Mikrokunststoffe aller Art einzusetzen. Da bekommt der Nivea-Slogan unser Wissen für die Schönheit ihrer Haut einen bitteren Beigeschmack. Dieser Umgang der Kosmetikindustrie mit dem Thema Mikroplastik ist für mich inakzeptabel und schlichtweg eine Verbrauchertäuschung. Gerade deshalb sollte Beiersdorf echte Verantwortung zeigen, indem es als erster Markenhersteller national und international mit gutem Beispiel vorangeht und wirklich plastikfreie Körperpflege anbietet. Es ist möglich. Das zeigen namhafte Hersteller zertifizierter Naturkosmetik bereits sehr erfolgreich. Wenn nicht Beiersdorf als marktführendes Unternehmen es schaffen kann, wer dann? Geschätzt 150 Millionen Tonnen Plastik belasten die Weltmeere, darunter teils zerkleinerter Plastikmüll, aber auch primäres Mikroplastik aus der Industrie, also Kunststoff, der bereits in winzig kleiner Form in Umlauf gebracht wird. Diese Plastikverbindungen können Giftstoffe an sich binden, die über die Nahrungskette wieder auf unserem Teller landen. Letztlich muss es jedoch auf eine einheitlich faire Lösung hinauslaufen. Dass Kosmetik plastikfrei produziert wird, ist für gesunde Meere unabdingbar. Wir brauchen dringend ein gesetzliches Verbot von Mikrokunststoffen in Produkten, die ins Abwasser gelangen, also eine umweltoffene Anwendung haben. Sämtliche, vor allem aber langlebige, giftige und bioakkumulierende synthetische Polymere dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Nur so können Bundesregierung, Hersteller und nicht zuletzt auch wir Verbraucher vermeiden, dass Mikrokunststoffe nicht zum Problem unserer Flüsse und Meere werden. Sind wir wieder, also ich zeige euch mal hier so ein paar Produkte aus dem Hause Beiersdorf. Ich habe mir ja auch angewohnt, mittlerweile, also auf diese Produktbeschreibungen sehr genau durchzulesen und ja, es wird mir gelinde gesagt schwindlig, was uns Verbrauchern da vorgegaukelt wird, ja, in diesem Bereich. Und im Hinblick dessen, wir haben es, oder ich habe es heute kurz veröffentlicht, also bei Nestle hat der Boykott schon erste Formen angenommen. Ja, sie haben 16% Umsatzeinbußen, wurde veröffentlicht in der Presse. Das heißt also, Boykott bringt schon was und nicht hinsetzen und sagen, ich kann es jetzt als Einzelperson auch nicht ändern. Ja? Wenn man jeder seinen kleinen Teil dazu gibt, dann kann das zu einem Lauffeuer werden und letztendlich dann doch irgendwo spürbar werden. Ja? Und ich finde, das ist was, was überhaupt nicht geht. Ja? Das ist Raubbau an der Natur und am Menschen, kann man sagen. Ja? Vielleicht doch mal ein bisschen näher hinschauen, was wird uns da eigentlich verkauft, wenn wir ins Geschäft gehen. Und ja, ein bisschen bedachtsamer umgehen mit dem Thema Umwelt und mit dem Thema, was wir uns ins Haus holen. An diesem Punkt stelle ich noch den Gast der nächsten Woche vor. Nächste Woche. Nächste Woche habe ich bei mir Martina Otte. Sie ist erfolgreiche Visagistin und Maskenbildnerin. Sie führt ihr eigenes Unternehmen mit einer integrierten Schminkschule und hat erfolgreich ihre eigene Beauty-Linie Martina Otte Cosmetics auf den Markt gebracht. Ihr Lebensmotto, in Englisch formuliert, believe in yourself, you have the power to create everything what you dream of. Martina wusste schon von Kindesbeinen an um ihre Berufung. In einer kreativen Familie aufgewachsen, die Oma war Hutmodistin, die Mutter ist Damenschneiderin, war sie ständig von inspirierenden Menschen umgeben, sowie auch mit dem Thema Kreativität, Mode und Stilbewusstsein. So wundert es niemanden, dass sie für ihren Beruf des Maskenbildners alle Voraussetzungen mitgebracht hat, um so eine erfolgreiche Laufbahn einzuschlagen.
Sie startete ihre Karriere als Visagistin in Linz, wo sie ausgezeichnet wurde als Vierfach-Diplom-Visagistin in den Bereichen Foto, Laufsteg, Beauty und Kunden-Make-up. Vom Ehrgeiz gepackt machte Martina weiter und ging nach Wien, um dort ihre Kenntnisse als Maskenbildnerin zu perfektionieren. Des Weiteren besuchte sie auch Make-up-Kurse von Horst Kirchberger und kreierte aus all ihrem Wissen und Menschen, die sie inspirierten, ihre eigene persönliche Handschrift beim Make-up. Schönheit zu erkennen und zu definieren ist ihre kreativste und anspruchsvollste Aufgabe, die sehr viel Einfühlungsvermögen und Fachwissen erfordert. Martina Otte stellt sich jeder Herausforderung, arbeitet hart und wurde zu einer der besten Make-up-Artisten. Sie gehört zur Elite, ihr Name ist Begriff und sie ist ein Erfolgsgarant. Viele Prominente vertrauen auf ihr Fingerspitzengefühl. Sie arbeitet mit vielen Fernsehsendern sowie auch für Zeitschriften und Kataloge, Galas und Events und mit Fotografen und Modedesignern auf der ganzen Welt zusammen. 2011 gelang ihr der internationale Durchbruch als Make-up-Artist bei der UNESCO Charity Gala in Düsseldorf. Sie kreierte mit ihrem Team die Make-up-Looks vieler Hollywood-Stars und die der deutschen Prominenz. Des Weiteren tragen viele namhafte Projekte in der Szene ihr Make-up-Handschrift und auch als Beauty-Expertin für Magazine ist Martina sehr gefragt. Der weite Weg des Erfolgs ist für sie ganz einfach definiert. Glaub an das, was du tust, sei ehrgeizig und diszipliniert, arbeite hart und bleibe immer authentisch und am Boden der Tatsachen. Für jeden Weg gibt es ein Ziel, man darf nur nie aufgeben und muss konsequent seinen Weg verfolgen. Wahre Worte, wie ich finde, und der Erfolg gibt dir recht. Und deswegen freue ich mich auf Sie nächste Woche hier bei mir, bei Romy's Monday Talk. Ich melde mich nächste Woche aus Italien, weil ich da im Urlaub bin. Ne? Dann habe ich so ein bisschen deutsche Vita um mich herum bei Romy's Monday Talk. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt nochmal, wenn ihr eine wirklich individuelle, wunderbar menschliche Styling-Beratung wollt, ne? Wenn ihr in euren Kleiderschrank schaut und sagt, ach, ne? Was soll ich tun? Aus. Kontaktiert die Bianca. Sie wird euch gerne unterstützen. Auch Firmen natürlich, ja, die Wert auf Stil und Ausstrahlung und Außenwirkung legen, sind herzlich willkommen, sich bei Bianca zu melden. Und ja, auch so, wenn ihr Fragen habt, ne, kann ich das mit dem kombinieren oder wie auch immer, ihr könnt Bianca gerne schreiben. Ich verlinke auch nochmal ihr Instagram-Profil, was ich gelinde gesagt immer sehr, sehr amüsant finde, wenn du die Bilder mit deiner Katze postest. Die sind wunderbar. Du bist Dankeschön. Sehr in dem, was du tust. Und ich bin dankbar, dass du heute bei mir warst und wünsche dir einen wunderschönen Abend. Viel Erfolg weiterhin bei dem, was du tust. Und ich hoffe, du kannst noch vielen die Stilfrage stellen auf deinem Weg. Hoffe ich doch auch. Hoffe ich auch. Euch Zuschauern, danke fürs Zuschauen und ja, danke für die Treue in Romy's Monday Talk. Und ich verspreche euch, es kommen noch ganz, ganz viele tolle, interessante Menschen, so wie die Bianca jetzt heute bei mir war. Wird langsam dunkel. Habt einen schönen Abend und genießt ihn und behaltet die Sonne in eurem Herzen. Das war eure Romy. Lieben Dank dir. Aber lieben Dank dir auch von mir und auch an alle Zuschauer und Zuhörer und vielen Dank für die Einladung und einen schönen Abend an alle. Einen schönen Sommer noch. Ja, voll. Bis dann, meine Liebe. Ciao. Tschüss. Tschüss.